Ja, ich bin immer noch auf meiner kleinen Baustelle am Rumhantieren und dabei, bei solchen Baustellen gibt es meistens ein Problem, nämlich dieses hier. Schrauben. Naja, so eine Schraube ist eigentlich kein Problem, aber ich habe natürlich jede Menge Schrauben. Super. Ja, um die Schrauben sinnvoll irgendwo reinzubekommen, macht man das Ganze natürlich nicht mit dem Schraubenzieher, sondern mit einem wunderbaren Schraubenzieher, die es für viel wenig Geld momentan bei den diversen Versandhäusern gibt. Aber die haben ein Problem, nämlich, ja, die haben einen Akku. Und immer dann, wenn man sie braucht, Akku leer. Ja, wäre es nicht schön, wenn man das dann auch irgendwie mit an meine Solaranlage bekommen würde? Ja, ganz bestimmt. Aber 18 Volt, ich glaube, der hier weniger. Aber zum Glück, irgendwo in meiner Bastelkiste habe ich noch den hier gefunden. Und wenn wir da mal aufs Typenschild schauen, hoffe ich doch, dass man sieht, irgendwo da stand was, ja, 12 Volt. Hey, perfekt, 12 Volt kann ich brauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Ja, ich habe mir, wo ist er denn, den Akku hier schon mal geholt. Der ist mit 4 Schrauben fest und man sieht, der ist schon offen. Denn ich habe das Innenleben bereits entfernt. Das sind nämlich hier diese Nickel-Cadmium, war das, glaube ich, in dem Fall. Ich meine, Nickel-Cadmium-Zellen waren das. Mit den Zellen sollte man natürlich ein bisschen aufpassen, denn zum einen, wie in dem Fall Nickel-Cadmium, nicht unbedingt sehr umweltfreundlich. Und auch wenn der Akku kaputt ist, auf einzelnen Zellen könnte immer noch Strom drauf sein, also nicht kurz schließen. So, die in Sicherheit und gucken wir mal hier rein, was wir hier haben. Wir haben den Akku, hier oben sind diese Kontaktflächen und hinten sieht man schon, hier ist ein Kabel dran. Wenn wir das Ganze mal aufmachen. Dann sehen wir erstmal ein bisschen Holz, da komme ich gleich drauf, aber hier oben, da gehen die zwei Kabel rein zu den Kontaktflächen. Hier sieht man noch ein bisschen schimmernd einen Kondensator, den ich hier eingebaut habe, um die Last ein bisschen abzufedern, vor allem beim Anlaufen braucht er ein bisschen. Und wenn wir hier reinschauen, dann haben wir, na gut, viel sieht man nicht, aber an der Vorderseite haben wir noch einen Sicherungshalter, um ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Und ja, nach hinten geht das Kabel raus. Die Holzteile haben einen relativ einfachen Hintergrund, denn diese Zellen hier, die ich rausgeholt habe, naja, die wiegen ein bisschen was. Und das Gegengewicht, das fehlt doch, wenn man den hier in der Hand hält, der kippt einem quasi nach vorne runter. Also wer es ausprobieren möchte und so einen Teil hat, einfach mal Akku rausnehmen und versuchen, das Ding vernünftig zu halten. Ist gar nicht so einfach, ja. Also, ein bisschen Holz rein zum Beschweren, hatte ich gerade da. Jo. Und das Ganze wieder zusammengeschraubt. Fehlt noch die andere Ende des das andere Ende des Kabels. Und da gehe ich natürlich den einfachen Weg. Ja, dann nur noch gerade das hier festschrauben. Und damit hätte man natürlich auch schon den großen Nachteil der Bastelei, nämlich... Wenn irgendwo ein Kabel dran ist, ist es immer zu kurz. Ja, damit wären wir auch beim zweiten Teil hier dieser Bitbastelei, nämlich, ja, was liegt näher? Ein Verlängerungskabel. Ja, was brauchen wir für dieses ganze Projekt? Einmal das hier, nämlich ein möglichst langes Kabel. An das eine Ende kommt der obligatorische 12-Volt-Stecker und an das andere Ende, ich denke, die meisten wissen es jetzt eh, eine Buchse für dieses 12 Volt. Ja, damit haben wir auch das ganze Projekt schon fertig. Ich sagte doch, ist in ein paar Minuten durch. Nämlich ein Verlängerungskabel für diese Zigarettenanzünder. Wo man ein bisschen drauf achten sollte, man sollte jetzt nicht unbedingt das dünnste Kabel holen. Also das hier, ich weiß jetzt nicht, was es ist, 1,5 oder sowas könnte das sein. Ist jedenfalls schon ziemlich hart an der Grenze. Je dicker, desto besser. Und ja, damit kann man dann wunderbar den Strom an die richtige Stelle bringen und seinen Schrauber auch mal da benutzen, wo nicht die Steckdose direkt